Also Frau Minister, man kann Ihnen ja auch optisch heute ansehen, dass Sie eine große Freude mit Ihrem Grenzzaun haben. Die Frage, die wir uns aber stellen sollten, ist, wofür brauchen wir diesen Grenzzaun überhaupt? Wenn es darum geht, so wie der Herr Viktor Orban, diesen Grenzzaun zu machen, um uns abzuschotten, dann wäre das ja sinnvoll. Aber das ist ja gar nicht die Intention dieses Grenzzaunes, der uns 10 Millionen Euro kostet. Sondern Ihnen geht es ja nur darum, dass man die Flüchtlingsströme kanalisiert und nicht einmal kontrollieren wollen Sie sie. Sie wollen nur, dass der Zuzug geordnet über die Bühne geht. Und da frage ich mich, ob es Sinn macht, einen sündteuren Zaun aufzustellen, wenn Sie diesen Zaun nicht dazu benutzen, um diese Menschen wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. Denn genau das wäre Ihre Aufgabe. Wissen Sie warum? Und dass das stimmt, was ich sage, sieht man ganz einfach an einer Frage, die ich beim Bürgerforum gestellt habe. Nämlich, da war ein Flüchtling, der erzählt hat, wie er geflohen ist nach Österreich. Und ich habe die Frage gestellt, warum sind Sie denn nicht ins Nachbarland geflohen? Warum sind Sie denn nicht nach Saudi-Arabien geflohen, nach Katar? Warum sind Sie nicht nach Jordanien oder sonst wohin geflohen? Warum nach Österreich? Und diese Frage wurde mir aber nicht beantwortet, weil diese Frage auch nicht schlüssig beantwortbar ist. Auch Sie können mir diese Frage nicht beantworten. Warum ein Flüchtling angeblich, und das versucht man uns ja immer hier einzureden, um sein Leben läuft und dann durch unzählige Staaten laufen muss, um endlich in Sicherheit zu sein. Warum muss ein Flüchtling zuerst in die Türkei, dann nach Griechenland, dann nach Mazedonien, dann nach Serbien, dann nach Bosnien, dann nach Kroatien, dann nach Slowenien, um dann letztlich endlich sein Leben zu sichern, um nach Österreich zu kommen? Und wenn er dann in Österreich angekommen ist, dann gibt es dann Fälle, wo man diese Flüchtlinge staatlich organisiert von einer Grenze zur anderen bringt, nämlich von der slowenischen zur deutschen. Und weil sich das nicht ausgeht, weil die Nacht dazwischen liegt, man will dann diese Flüchtlinge in ein Notquartier bringen und die Flüchtlinge steigen dort nicht aus. Sie weigern sich auszusteigen. Sie wollen nach Deutschland. Und dann werden sie mitten in der Nacht noch weiter nach Deutschland transportiert. Erklären Sie mir das einmal. Was sind das für Menschen, die in Österreich nicht aussteigen wollen, weil sie vor Terror und Verfolgung geschützt werden wollen? Wissen Sie, was da passiert? Natürlich gibt es Menschen, die geflohen sind, keine Frage, aber die sind schon geflohen, die sind schon in Flüchtlingslagern und zwar rundherum um die Krisenregionen. Und dann fliehen sie nach Österreich, Deutschland oder nach Schweden und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Ich kann das eh gut verstehen. Wenn ich ein Flüchtling wäre und ich würde in einem Flüchtlingslager sitzen mit wenig Perspektive, na selbstverständlich würde ich, wenn ich im Fernsehen höre oder auf Internet lese, dass die Deutschen mich einladen, natürlich würde ich kommen. Ist ja keine Frage. Aber die Frage ist ja nicht, ob die das wollen, die Frage ist, ob wir das zulassen. Und die Antwort sollte sein, nein, wir lassen das nicht zu. Wissen Sie warum? Weil wir die Probleme, die dort in der Region herrschen, nämlich dieser Glaubenskrieg, nach Österreich, nach Deutschland, nach Schweden importieren. Und keiner konnte mir bisher noch erklären, wofür das gut sein soll. Warum wollen wir die Probleme, die vor Ort herrschen, nach Österreich importieren? Warum? Warum wollen wir Parallelgesellschaften schaffen, indem wir Muslime unkontrolliert nach Österreich lassen? Warum? Was macht das für einen Sinn? Und weil viele sagen, ah, das darf kein Glaubensproblem sein. Ich zeige Ihnen einmal was, ja? Ich zeige Ihnen einmal ein Bild von Afghanistan. Ich hoffe, man sieht es gut, auch im Fernsehen. Afghanistan in den 70er Jahren. Eine freie, weltoffene Kultur. Und so sieht es heute aus. Oder, es geht ja noch weiter. Der Iran. Der Iran in den 70er Jahren. Weltoffen. Ein guter Freund von mir ist aus dem Libanon. Und der kann das gar nicht verstehen, was wir hier machen. Der Libanon war in den 70er Jahren die Schweiz des Nahen Osten. Beirut, die Hauptstadt, war das Paris des Nahen Osten. Und wissen Sie, wie das heute aussieht? Wir haben dort demnächst einen Glaubenskrieg zu erwarten, weil die muslimischen Einwanderer letztlich das Land übernommen haben. So wie in Afghanistan und so wie in anderen Ländern schon davor. Also ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, hier muslimische Menschen reinzulassen, die nachweislich eine Parallelgesellschaft hier aufbauen. Schauen Sie nach Wien, schauen Sie zu den 5000 Kindern, die in diesen privaten Kindergärten organisiert sind. Was macht das für einen Sinn? Warum gibt jemand sein Kind in so einen Kindergarten, wo er jetzt nichts anderes lernt als den Koran, um ihn letztlich von unserer Kultur fernzuhalten?
Das sind 5000 Problemfälle in der Zukunft. Was macht das für einen Sinn? Und deshalb schalten wir doch die Vernunft ein, Frau Ministerin. Sie sollten doch auf unsere Kultur schauen, auf unser Volk schauen und nicht das Volk austauschen. Mir ist lieber, wir tauschen die Regierung aus, bevor die Regierung das Volk austauscht. Die Flüchtlinge exportieren den Glaubenskrieg aus den Krisenregionen Afghanistans und Syriens nach Schweden, Deutschland und Österreich, ist Robert Luger überzeugt.